Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit der Jana. Hallo. Und mit meiner neuen Carbonitkammer. Ja, die. Ist das nicht ein bisschen kalt? Ach. Kannst das ab, ne? So, wir sind hier auf Korriban. Ja, hier haben Jochen und Walter angefangen zu spielen. Bin staubig hier, ne? Ja, stimmt. Brumm, brumm, brumm. Ja, wir haben ein paar neue Gleiter, wir haben ein paar Community Codes gibt's ja da für Events und da kriegt man dann halt die Gleiter oder Farbmodule oder die Carbonitkammer beispielsweise. Ja, und ich habe mit ihr dieses wunderbare Farbmodul bekommen. Hatte halt ich fest, es ist farbenfroh. Farbmodul schwarz, schwarz. Der schwarz und sekundär schwarz. Ist das eine Farbvielfalt? Hier gibt's wirklich wunderschöne. Guck mal, das Soldberg. Soldberg. Ah, Soldberg. Hallo. Der Jude? Papa. Kommt ein Aufzug. X kann mich durchdrücken, wenn ich in Carbonit bin. Lol. Lol. Ui, ui, ui. Jana, ich kann mich nicht bewegen. Ehrlich nicht? Oh, tschüss. Nein. Okay, ich sollte aufhören mit dieser Carbonitkammer rumzuspielen. Falsche Richtung. Hoppla. Wunderbar, du kennst dich überhaupt nicht aus. Nee, ich bin ja noch nie gewesen. Alles neu für mich. Sieh an, wer den weiten Weg nach Korriban gemacht hat. Ich glaube, wir haben Besuch. Ja, mein Lord. Commander, ich möchte mich mit meinen Leibwächtern zurückziehen. Natürlich, Lady Zarit. Entzückend. Findet ihr meine Leibwächter nicht auch entzückend, hübscher Fremdling? Oh, was ist denn hier los? Macht die gleich wieder mit dir rum, ich oder was? Ich bin vom Imperialen Geheimdienst. Das weiß ich. Euch wird die Ehre zuteil, mit einem Mitglied des Rats der Sith zu sprechen. Dies dürfte eine einzigartige Erfahrung in eurem Leben sein. Aber anstatt meine Frage zu beantworten, erzählt ihr mir, was ich schon weiß. Entzückender Leibwächter? Ich habe eine Bitte. Ja, Herrin? Bitte tötet unseren Besuch. Wie ihr wünscht. Er ist so gut wie tot. Das ist so jetzt... mal. Hallo, was geht hier ab? Oh, mein Gewehr. Feuermodus. Wunderbar. Meine armen... Die hat einen in der Waffe. So langsam echt ein... das ein bisschen nervig. Und gruselig. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Darth Sorit, Mitglied des Rats der Sith und Nachfolgerin von Darth Yades. Wie man hört, stellt ihr Untersuchungen über das Attentat auf meinen Vater an. Ich wollte mich davon überzeugen, ob ihr dessen würdig seid. Der Angriff war also ein Test. Ich konnte eure Gefühle beim Kampf spüren. Ich glaube, ihr werdet bei eurer Suche nach den Terroristen sehr erfolgreich sein. Aber seid ihr wirklich sicher, dass dieser Adler den mächtigen Darth Yades getötet hat? Ihr habt seine Ansprache gesehen. Er hat die Verantwortung übernommen. Eine bewegende Rede. Aber sie beweist nichts. Yados.
Yardus glaubte an die Verbreitung von Angst und Schrecken auf jedem Planeten und bei jedem Volk im Imperium. Sogar bei Kreaturen wie euch. Vielleicht haben seine Pläne zu viel Aufmerksamkeit erregt. Jeder aus dem Rat der Sith könnte ihn getötet haben. Ihr glaubt, ein Sith ist für den Angriff verantwortlich? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Verfolgt eure Terroristen. Rettet die Leben eurer imperialen Freunde. Aber wenn ihr herausfindet, wer wirklich dahinter steckt, kommt zu mir. Ich habe mir meinen Platz im Rat der Sith verdient. Und ich werde dem Schicksal meines Vaters nicht folgen. Das war alles. Alles. Also die hat wirklich leichte Probleme. Auch wie die lächelt, weißt du? Ja, die ganze Zeit auch so. Hallo. Mein Sith-Attentäter Level 14 und schon hier? Ja. Ja, schon wieder ein Datacron. Verdammt. Oh, stimmt, ich höre es auch. Wird lauter. Nee, oben ist es doch. Oder nicht? Hab es. Echt? Ja. Aber das ist ein Wissensobjekt. Oder hier gibt's doch noch ein Dings. Geräusch macht mich kirre. Da oben ist es noch eins. Fuck. Das ist vielleicht das Datacron. Schon wieder ein Wissensobjekt. Wie viele Wissensobjekte gibt es denn hier? Wieder auf den ersten Reihen, oder was? Oben wieder. Ja. Oh, dann gehen wir wieder zu der Fähre. Und ich muss das Holo-Terminal meines Schiffes benutzen, Jana. Jo. Ach ja. Du kriegst jetzt gesagt, wo du weiter musst. Das weiß ich ja schon. Nach Anleitung. Fällt aber auf, ich muss gleich mal ein bisschen sortieren. Fähigkeiten und so. Sind mir ein bisschen durcheinander. So, Jana, hier ist ein Datacron. Ja, das habe ich, das wollte ich ja vorhin eigentlich mitnehmen, aber das habe ich vergessen. Hier ist das. Ja, die Datacrons sind nämlich dafür da, die gibt es auf dem Planeten immer unterschiedlich. Die verbessern halt die Attribute oder man kann halt Splitter kriegen und dann kann man damit, in der Kombination kann man dann da auch die Attribute verbessern. Und Jana liebt es, Datacrons zu sammeln. Ja, ja, total. Warum kann ich denn nicht auf die Orbitalstation? Weiß ich nicht, ich bin direkt auf mein Schiff gegangen. Kann aber auch nicht auf mein Schiff. Was ist denn hier los? Jana, du bist im Stau.
Ohne Scheiß, ist bei mir grau. Ich muss auf die imperiale Flotte. Jetzt ist das denn? Hauptquartier. Habt ihr meine Liste mit Zielen? Hier Wächter 2. Ich habe ein vorläufiges Schema, dass eure Ziele sind Terrorzellen auf Balmorra, nahe der republikanischen Grenze, und auf Nar Shaddaa, im Gebiet der Hutten. Balmorra und Nar Shaddaa. Ich kontaktiere euch, wenn ich dort bin. Ziffer 9, Ende. Verstanden, Wächter 2, Ende. Ohne Scheiß, der Name, ne? Ziffer 9, ne? Hallo, mein Name ist Ziffer 9. Ja, ist doch cool. Bayana, du hast eigentlich mal richtig. Mir fällt auf, ich habe ja sogar noch ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel? Ganz, ganz viel Dingszeug dabei nur. Ich habe ja noch den Gürtel, den Kopf und die Handschuhe habe ich einmal noch vom. eine Fliegerausrüstung. Vom Start, ne? Ja, ja, ich auch. Und warum kommen wir denn hier so gut durch? Weil wir einfach besser sind, keine Ahnung. Das kriegen wir auf. bei Mora oder Nar Shaddaa? Ich glaube erst Nar Shaddaa, ne? Ich glaube Nar Shaddaa ist ein niedriger, ja. 24. Ne, bei Mora. 16, genau. 20. Ja, dann machen wir bei Mora. Ab nach bei Mora. Mopsgeschwindigkeit. In die Zeit gemerkt auch? So. Ja, wir haben noch Zeit. Gut. Wie sieht es aus? Auf nach Balmorra. Was machen denn die Terroristen hier? Entschuldigung, Ziffer 9. Willkommen an der östlichen galaktischen Front. Dieses ganze Sternensystem ist ein Krisenherd. Republik und Imperium testen gegenseitig ihre Stärke aus. Und dazwischen lauern die Terroristen. Ein perfekter Ort zum Zuschlagen, nicht wahr? Ganz genau. Die Leute des Adlers benutzen den Krieg als Deckmantel für ihre lokalen Aktivitäten. Balmorra ist ihr Ausbildungslager. Hier rekrutieren, trainieren und bewaffnen die Zellenmitglieder neue Terroristen. Frische Soldaten, die dann zu anderen Punkten im Netzwerk entsandt werden. Das ist ein entscheidender Teil des Systems. Wo kann ich mich anmelden, um da mitzumachen? Das kann ich euch nicht sagen, aber ihr habt schon die richtige Idee. Ihr braucht Unterstützung vor Ort, um dort die Terrorzelle hochgehen zu lassen. Ich sage einem unserer Mitarbeiter Bescheid, dass ihr dort seid. Lecoeur Renault ist der Stationschef in Sobrik, der imperialen Siedlung, in der ihr gelandet seid. Er leitet den Geheimdienst auf Balmorra und kann euch mehr Auskünfte erteilen. Na dann, Jana. Was haltet ihr von diesem Mann? Er wird meinen Auftrag geheim bestimmt in die Terrorzelle eindringen. Ich bin ihm nie begegnet, aber ich denke schon, dass er loyal ist. Reynolds Geschäftszentrale ist als Waffenhandlung getarnt. Ich muss Admiral Ivernus von seinem Schiff loggen, unterloggen auf Balmorra, damit ich ihn töten kann. Ja. Man nennt ihn aber auch den Unberührbaren. Na dann. Mhm. Und dieses Luxusschiff, da findet man sich gar nicht zurück. Hier muss ich auch. Jetzt sucht mir Mako gerade Sachen raus. Okay. Autsch, autsch, autsch. Bring jetzt ein Auftrag. Okay, also Sie möchten jetzt einen Auftrag annehmen, damit wir diesen unser Zielobjekt hervorlocken können. Jetzt möchte mal, da bin ich drauf bei Mora oder nicht? Ja. Ich muss sagen, manchmal finde ich, wie die Schiffe hier landen und wieder aussteigst, total bescheuert. Ja.
6, 8, ich muss da lang, dann musst du doch vor das Log. Vor allem bin ich ja jetzt noch bei Mora geflogen und habe jetzt als Ziel meiner Quest gekriegt, verlasse dein Schiff in Richtung bei Mora, wo ich mir denke, hä, ich bin nur nach bei Mora auch geflogen, also wo soll ich denn anderes hin? Schon runter? Ja, und mich greift gerade jemand an. Also ich bin direkt in der Phase ausgestiegen. Wollen Schulden eintreiben von mir. Was? Ha, wir haben Vex getötet. Na gut, dann müssen wir auf Diana hier warten. Nein, ich spreche schon mal mit dem wunderschönen Typi hier. Woher kennen wir wohl dieses Stadtzentrum? Ist das eigentlich das richtige Stadtzentrum? Also wenn du hier auf Balmora bist, dann können hier auch die Jedis hier entgegenkommen und so? Ich glaube nicht, ne? Nee. Also nicht das Richtige, ja. Glaube ich zumindest. Nee, ist nicht das Richtige. Da sind Händler und so wo. Also ich muss hier direkt kämpfen, ne? Ja, das habe ich schon gehört, aber ich kann ja nicht zu dir. Aber ich schaff die zwei auch. Wir hatten doch Vex getötet und das sind die Geschwister von ihm. Und die haben sich jetzt beschwert natürlich und Taroblatt hat sie natürlich engagiert. Erzrivale. War ja wieder klar. Ja. Da. Und tot. Also nicht ich, sondern die. So, ich bin auf dem Weg. Eile. Ja, ich spreche schon mal mit den Typen hier. Wen haben wir denn hier? Lasst mich euch ansehen. Hervorragend. Niemand wird jemals einen Fremdling verdächtigen. Endlich hat der Aufseher jemanden geschickt. Zu schade, dass erst eine Katastrophe geschehen musste, bis das Hauptquartier reagiert. Sprecht ihr vom Angriff auf Drum und Kars? Das kann man doch nur Katastrophe nennen. Tausende tot, ein Mitglied des Rats, der Sith ermordet. Kaum zu glauben, dass das Imperium so tief gesunken ist. Aber ich bin ein schlechter Gastgeber. Trinkt einen Schluck. Entspannt euch von eurer Reise. Der Laden macht vielleicht nicht viel her, aber er ist sicher. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr klingt schon selbst wie der Aufseher. Sehr gut. Diese Terrorzelle, hinter der ihr her seid, ist schlimmer als die Republik. Selbst herangezüchtet. Sie zeigen ihren Abscheu gegenüber der imperialen Herrschaft mit Bombenanschlägen und Sabotageaktionen. Strafaktionen gegenüber Zivilisten scheinen sie nicht abzuschrecken. Ja. Aber wenn wir den örtlichen Anführer erledigen könnten, sollte die Zelle zerfallen. Was macht euch da so sicher? Erfahrung, Agent. Meine Erfahrung und mein Alter. Die Terroristen nennen den Mann Grauer Stern. Er leitet die Zelle, gibt Befehle und kennt alle Geheimnisse. Angeblich hat der Graue Stern mit dem Adler zusammengearbeitet, aber wer weiß das schon? Nur die hochrangigen Mitglieder der Zelle kennen die Identität des Grauen Sterns. Es macht die Sache schwieriger, aber ich sehe einige Möglichkeiten. Ich habe bereits einen Maulwurf in der Terrorzelle. Er ist ein guter Kerl, allerdings keine Ziffer. Er kann euch reinbringen. Ihr hättet die Möglichkeit, die Terroristen zu beeindrucken, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und mir Zugang zu ihrem Anführer verschaffen. Exakt. Der Graue Stern wird uns gehören. San Yu Pine, mein Agent, kann euch den Terroristen an Werbern bei der Troida Militärfabrik außerhalb der Sicherheitszone vorstellen. Aber achtet darauf, wie ihr euch gebt. Wenn die Terroristen euch verdächtigen, zum Imperium zu gehören, verliert ihr den Grauen Stern und euer Leben. Hallo. Hallo, ich habe das Ende noch gesehen, aber du warst bei mir weg. Man hat nur deine Waffe gesehen und ja, wie immer. Da oben siehst du die Kamera, ne? Ja. Ich glaube, wir wurden beobachtet. Das glaube ich auch. Ich traue dem Typen auch nicht. Den auch nur so weit nutze, wie er dich braucht und dann, ne? Nach mir die Sinnflut so.
Imperialer Geheimdienst, alles abschauen. So. Oh, dann... Mann, das ist ja hier mein Lauf. Ja, genau. Ich finde das immer cool, wie der Mantel immer da durchkommt, weißt du so. Ja. Ja, mach's halt den Boden noch sauber. Warte, kommt. Hallo? Hallo? So, sie müssen da hin. Falls es dich interessiert, weil was bei mir passiert, dann schau einmal hier lang. Alle Tricks und Schliche. Traut niemandem. Hey. Willkommen im Büro von Lieutenant Major Pirell. Ich bin ODX-9. Wie kann ich behilflich sein? Sag deinem Boss, dass er Besuch hat. Es tut mir leid, aber der Lieutenant Major hat gerade eine Besprechung und darf nicht gestört werden. Mit wem habe ich das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Kopfgeldjäger. Mehr musst du nicht wissen. Ein Kopfgeldjäger? Wie interessant! Ich glaube, ich habe noch nie zuvor einen getroffen. Es tut mir aufrichtig leid, aber der Lieutenant Major hat eine Besprechung und darf nicht gestört werden. Danke, dass Sie Lieutenant Major Pirells Büro besucht haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Abschießen oder so. Bring den Lieutenant Major her. Sofort! Ja, dann deine Waffe. Ja, ein bisschen rum. Hast du auch gesehen? Entschuldigen Sie die Störung, Lieutenant Major. Die Republik hätte den Planeten lieber ganz zerstören sollen, du wertloses Stück Schrott. Sir, verzeihen Sie mir, ich hatte keine Wahl. Es ist jemand hier. Es ist mir egal, wer hier ist, du Blechhaufen. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht gestört werden will. Jetzt sind Ruinen so kaputt schießen. Allerhöchste Diskretion. Klingelt da was? Sir, soll ich die Sicherheit alarmieren? Nein, nein, das ist nicht nötig. Schick unseren Gast sofort herein. Und sorge dafür, dass wir diesmal wirklich unter keinen Umständen gestört werden. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich öffne sofort die Tür. Pirell ist unsere einzige Verbindung zu Admiral Ivernus. Also sollten wir den Lieutenant Major rundum zufriedenstellen. Ach, ehrlich? Hallo? Ach, ja, okay. Entschuldigt, dass ich euch nicht zufrieden... Guck mal, er hat sein Liebchen da stehen. Ich habe meinem idiotischen Droiden nie gesagt, dass ich einen Kopfgeldjäger anheuern will. Ich bin der Assistent des Marineattachés des Gouverneurs von Balmorra. Ich bin Spezialist in der Beschaffung von Informationen. Meister ist so klug und mächtig. Das ist Mugir, das Geschenk eines Freundes von Dromund Kaas. Was ihr an Intelligenz fehlt, macht sie durch ihren Unterhaltungswert wieder wett. Lasst uns jetzt über das Geschäftliche reden. Das ist ja ein Arschloch, oder? Naja, aber die tut doch bestimmt auch nur so. Mein Vorgesetzter Colonel ist ein unfähiger Trottel. Ich stehe in seinem Schatten, obwohl seine Position eigentlich mir zusteht. Ich schaffe ihn aus dem Weg und ihr bekommt eine Beförderung. Wenn es nur so einfach wäre. Unglücklicherweise ist mein Vorgesetzter mit den richtigen Leuten befreundet. Aber was mich noch wütender macht, ist die Tatsache, dass Sarsius das allerhöchste Vertrauen von Admiral Ivernus genießt. Colonel Sarsius bleibt in seinem Amt, da er großartige Arbeit darin verrichtet, seine Inkompetenz vor Admiral Ivernus zu verheimlichen. Aber das werden wir ändern. Der Colonel verliert seine Position. Admiral Ivernus kommt hierher und befördert euch. Wir werden bestens miteinander arbeiten. Das spüre ich. Ich möchte, dass ihr Colonel Sarsius Probleme bereitet. Und zwar solche, die er garantiert nicht alleine lösen kann. Euer Auftrag beinhaltet viel Chaos und Zerstörung sowie eine großzügige Bezahlung. Seid ihr interessiert? Natürlich nicht. Chaos und Zerstörung sind meine Spezialität. Dann hat euch das Schicksal hergeschickt. Hauptsache ich höre Katsching, Katsching. Euer erstes Ziel ist die Okara-Droidenfabrik. Bevor das Imperium Balmorra überfallen hat, haben wir die Anlage sabotiert und die Droiden dort in verrückte Tötungsmaschinen verwandelt. Colonel Sarsius steht kurz davor, die Steuerungscodes der Fabrik zu entschlüsseln.
Wenn ihm das gelingt, werden die Droiden wieder gänzlich unter der Kontrolle des Imperiums stehen. Solch einen Sieg darf der Colonel nicht erringen. Ich habe eine Datenhackerin entsandt, um ein Virus in das Computersystem der Fabrik einzuspeisen, wodurch die Codes unbrauchbar würden. Wo liegt das Problem? Das Sicherheitsteam, das die Hackerin begleitet hat, wurde von den Droiden getötet. Jetzt ist sie in der Anlage gefangen. Die Hackerin will den Virus erst dann einspeisen, wenn ich ein Rettungsteam geschickt habe. Und das seid ihr. Die Hackerin heißt Salia. Zwingt sie, den Virus einzuspeisen und eliminiert sie danach. Keine halben Sachen. Danach haben wir mehr Geschäftliches zu bereden. Wenn ihr zurück seid, wartet noch weitere Arbeit auf euch. Aber Jana. Ja? Ich glaube, wir müssen auf Wiedersehen sagen. Wiedersehen. Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bei Star Wars. Aha, hi. Was ist denn jetzt hier? Ich hab eine Handgelenk gekriegt, deswegen hat sie mich jetzt geheilt. Achso, okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.